and Gentlemen, stand up für dein Lieblingsangler. Ich lass die Rute wieder hängen in der Tiefseelandschaft. Heute bomb ich an den Haken eine Tigergamba. Wenn ich's beiß, schmeiß ich einfach Dynamit am Sandstrand. Ich bin dein Lieblingsangler, hey, dein Lieblingsangler. Guten Morgen, Friends and Friendinnen. Ihr seht mich hier in Unterhose. Bin gerade wach geworden in meinem Wohnwagen. Wunderschön. Muss jetzt erstmal hier ins Wasser gehen, weil es einfach nur herrlich ist. Wenn du hier wach wirst, dann weißt du, die Welt ist noch in Ordnung. Du hast einen wunderschönen Tag vor dir. Du hast eine gute Nacht. Das erste Mal in meinem Leben. Übrigens, du hast eine gute Nacht im Wohnmobil verbracht. Und alles ist einfach schön und toll. Heute wird wieder ein aufregender Tag. Bevor es losgeht, werde ich mir jetzt erstmal schöne Haferflocken machen. Werde erstmal schön was essen. Und dann gucken wir mal, was wir heute so geplant haben. Es ist noch schön frisch. Ich denke, es wird heute relativ warm. Aber es ist herrlich. Natur pur. Also man kommt sich echt vor wie in Amerika, irgendwo in der Wildnis. Es ist brutal herrlich. Es ist brutal schön. Es ist wild. Es riecht nach Natur. Es riecht nach Fluss. Es riecht nach Angeln, es riecht nach Kindheit und I'm so happy. Oh fuck. Alter, ging schon wieder alles in den Weg. Yum, yum. Jetzt gibt's Haferflöckchen. Bisschen Proviant. Ich muss mir jetzt nochmal schnell ein Käsebrot in den Mund reinstecken. Das ist der Wolfgang. Hallo. Ganz altes Urgestein. Der war schon am Ebro angeln, da wart ihr noch alle flüssig. Genau. Also Schnauze halten, meine Freunde. Und jetzt gucken wir mal, was wir heute machen werden. Auf hey, da ist er. Guten Morgen, Papa Wolfgang, Sohn Wolfi. Wir ballern heute ein paar Welsi raus mit der Spinnfischroute auf sich. Denkst du, dass das heute für mich auch funktionieren wird? Schwierig, aber irgendwann kriegst du das schon hin. Krass. Bleibt dabei, schaltet ein, wenn es wieder heißt. Rute raus. Spaß beginnt. Ja. Los geht das, ahoi. Juhu. Friends and Friendinnen. Bis später. Ich habe das heute Morgen schon gesehen mit meinem fachmännischen Auge, dass das Wasser ein bisschen drüber war als gestern. Jetzt sagen die Jungs, das wäre schlecht, weil es dann ein bisschen drüber ist. Aber ich sage persönlich, wenn man angeln gehen kann, wenn man gesund ist, wenn man in so einem geilen Camp ist, wenn man so einen geilen Typ hat wie Wolfi, dann gibt es kein Scheiße, dann gibt es kein Schlecht. Es gibt hier nur positive Vibes und wir werden heute den krassesten Wels fangen. Du wirst einen Orangenwels fangen. Ich werde irgendeinen Wels fangen, werde mich dann freuen, dass ich mal einen wilden ebrorianischen Wels auf Sicht gefangen habe. Und es wird einfach schön. Das ist unser Plan. Ich halte jetzt die Schnauze und es geht los mit dem Floß. Yeah! Jetzt soll ich hier reinhüpfen, Alter. Also ich erkläre euch noch mal ganz kurz die Technik, wie das hier abläuft. Hier vorne bedient den E-Motor. Dann lassen wir uns hier am Ufer entlang treiben und spotten im Prinzip. Und du siehst die Welse dann tatsächlich hier irgendwo liegen. Schmeiß ihn direkt vor das Maul und dann geht das bam, Game over. Wir haben sehr trübe Verhältnisse. Da tut selbst meine 1,80 Euro Polbrille nichts mehr entspiegeln. Ich fühle ja auch Fische. Robin nicht. Robin kann sie nur sehen. Ich fühle sie ja. Und von daher bin ich echt guter Dinge. Vor allem, ich will ja auch nur diesen orangenen Wels fangen und den siehst du auch hier in dieser Pingelbrühe. Und mir reicht das, wenn ich den einen großen 2,20 Meter langen Mandarin, Orange Juice, Jamie Malaby, Welsie an den Hook bekomme. Yeah. Ich nehme jetzt die Green Hornet und dann geht's los. Geil, da oben ist der Adler. Milan, schwarzer Milan, schade. Da oben sitzt er im Baum, der schwarze Milan. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen, wunderschön. Hoffentlich fliegt er jetzt gleich mal weg. Ich versuche mich mal mit ihm zu kommunizieren. Mark! Mark! Wow, Alter, ist das eine Schönheit. Gebt euch diesen Vogel, meine Lieben. Schwarzer Milan, einfach nur herrlich.
Also wir treiben jetzt hier entlang. Ich habe die Ruder am Start. Richtig dickes Gerät. 60er Hauptschnur. Wir fahren jetzt hier das Ufer ab, suchen die Welse. Wenn wir einen sehen, schmeißen wir ihn vor die Linse. Junge. Also es ist wirklich aufregend. Es ist die krasseste Angelei. Es ist einfach wunderschön. Ich mache jetzt mal einen Probewurf. Achtung. Und zwar da vorne. Da an das Grüne. Junge. Der war nicht schlecht. Das war kein schlechter. Aber naja, warten wir, bis jetzt gleich der Mandarinenwels kommt. Wir fahren jetzt an den nächsten Spot. Ist wirklich extrem trüb. Ich habe einen Wels gesichtet. Der ist aber sofort an das Boot runter. Ja, wir hoffen, dass wir das heute irgendwie hinbiegen. Wenn die Bedingungen aber zu schlecht sein sollten, dann wechseln wir es ab und gehen auf was anderes angeln. Ist ja auch nicht schlimm. Dann gibt es halt frittierte Rotaugen oder sowas. Ich habe richtig Bock. Da ist er, ein großer. Und ich habe ihn gespottet. Woohoo! So, Achtung, jetzt geben wir dem Ding mal. Saures. Alter. Woo! Junge, was eine Maschine. Alter, was ein Einschlag. Ja, und ich habe ihn nicht auf Kamera. Ich habe ihn nicht auf der Cam. Alter. Ich sah den hier vorne kommen vom Boot, habe hingeschmissen, der drehte rum. Und dann ging der drauf. Junge, was eine geile Maschine. Klar, Mann, glaubst du, ich fange kleine? Jürgen geht er ab. Alter, das ist schon eine ganz gute. Am Brutze, Alter. Seine 3 Meter wird er haben. Alter. Junge, 3,80 Meter. Flussmonster. Boah. Junge. Junge, was eine Maschine. Komm hoch, mein Freund. Boah. Alter, Verwalter, Aufsicht, vors Maul geworfen, die GoPro war natürlich aus. Dann hat er das da reingeschlürft. Ah, 60er geflochtene. Alter. Ah, ihr dürft auch was sagen im Video. Alter, ist das krass. Ah, ich meine Hoden. Hoden. Alter, ist das eine Maschine. Ist auf jeden Fall der größte meines Lebens. Juhu! Maschine. Alter, ich habe so einen großen Hodensack. Das stört mich. Junge, Alter, Alter, Junge, ja, Junge, Alter, der kommt da hoch, Alter, was ein Büffel, Junge, Alter, das sind schon richtig, wie die abgehen. Junge, das glaubst du einfach nicht. Alter, was eine Abbrutze. Junge, du hast eine Maschine. Ich mach's selbst. Klar, Mann. Wenn, dann gebe ich mir schon das volle Programm. Jürgen,
Jürgen, ist das brutal! Und da kommt er, was eine Maschine. Junge, was eine Maschine. Alter. Uah. Junge. Oh, da ist er. Alter. So, meine Lieben, jetzt werde ich den noch anständig landen und dann ist es passiert. Da ist er. Haken schon weg. Und ins Boot. Yo, Junge. Was eine Maschine, meine Lieben. Ein riesiger Ebro-Welt nach dem Laichgeschäft. Deshalb sieht es so verunstaltet aus. Meine Lieben, hier ist er. Das Blut stammt von meinen Fingern, nicht vom Fisch. Wunderschöner Wels. Aufsicht gefangen. Hier mit Robin, mit Wolfi. Wunderschöner, schönes Tier. Ich kann gar nichts mehr dazu sagen. Er wird jetzt sofort wieder released. Es ist einfach der Hammer. Vielen Dank. Wunderschöner Fisch. Und der Kleine darf jetzt sofort zurück. Sofort. Alter, was ein Gerät. Was ein Gerät. Wie viel Kilo hat er? 40, 50 Kilo. Wunderschöner Fisch. Wunderschöner Fisch. Zieht euch diesen Fisch rein. Ist einfach nur herrlich. Ganz brutal. Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Wels. Es tut mir leid. Aber die Wels haben so eine harte Maulpartie vorne. Und sind so zähe Fische, da mache ich auch mal Catch und Release. Einfach um einmal so ein majestätisches Tier in dieser Größe zu sehen. Und jetzt darf der Freund schwimmen. Achtung! Da haut er ab. Tschüss, mein Freund! Crazy Malazy Jazy! Robin, Wolfi, komm mal her. Mega geil, zweiter Tag. Dritte Welt, den wir heute gespottet haben. Richtig brutal. Hingeworfen davor, bumm, eininhaliert. Einfach brutal. Also ich muss wirklich sagen, es ist einfach krass. Deshalb, wenn ihr auch sowas erleben wollt, und ich bin jetzt wirklich kein Angler, der leicht zu befriedigen ist, weil ich muss mir die Fische normal immer ganz hart erarbeiten. Bin da Stunden am Meer und fange dann wirklich wunderschöne Fische. Aber dieses Naturerlebnis hier, mit diesem Mann, hier auf dem Fluss die Teile zu spotten, das ist so krass, das ist so schön. Wir haben Schwarzmilane gesehen, alles Mögliche. Es ist einfach nur herrlich, es ist ein Traum. Und so viel muss ich einfach dazu sagen. Ich glaube, wir haben gestern bestimmt 30 Wälse gesehen. Wenn es langt überhaupt. Wenn es langt. Ich denke eher mehr. Eher mehr, 50. Trotz schlechter Bedingungen jetzt. Ne? Trotz schlechter Bedingungen. Zieht euch die Hand rein. Alter. Woo! So viel sage ich nur dazu. Okay, es geht weiter. Jetzt gibt es hier erstmal ein Banenje und... Wie ihr seht, wir hatten trotz der schwierigen Bedingungen den Wels am Haken und wir hatten Banane an Bord. So viel dazu. So viel sage ich zu euren Theorien, dass Banane Unglück bringen. Flussmonster, yeah. Ich mach die Route klar, hab meinen Juice am Start. Yeah. Die zwei sind noch ein bisschen geflasht von mir. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Da kann man raus. Mandarin. Achtung, meinen nimmt er jetzt. Und wie kommt man da hin? Du hast einen Anker. Da ist er weg. Robin war es, ey.
Nein, der muss den anziehen. Da ist er weg, den Mandarin. Alter, da war gerade Mandarinenwels. Der Lemon Juice. Mandarinenwels. Hat aber nicht gebissen. Das wäre natürlich ein richtiger krasser Traumfisch gewesen. Robin hat ihn noch nie gefangen. Wolfi hat auch noch keinen gefangen. Und ich bin hier und wir sehen ihn zweimal. Ist das was Besonderes, Robin? Sehr besonders. Ey. Ja? Drei Schwarzmilane. Da ist einer. Das sind, man sieht da oben und ein anderer. Junge. Und meine Lulu ist auch immer dabei. Schüssel, mein Nissel, ey. Ey, Schüssel, Nissel. Und das ist ganz krass. Zieht euch die Einschusslöcher rein. Alter, das war Wolfi und Robin zusammen. Jürgen, ist das kalt. Alle Jürgens, bitte mal einen Kommentar in die Kommentare schreiben. Alter. Alter. Yeah. Hey. Achtung. Oh mein Gott. Robin. Jetzt ist ja wieder im Wasser. Nee, der sitzt du doch. Sitzt du noch. Der arme Kerl, wir haben zum kleinen Spatz, der ist ins Wasser geflogen. Und ist jetzt hier am Sitzen mit nassen Fingern. Fliegern. Vögel. Oh, guck mal. Ist der nicht süß? Der Arme. Naja, der konnte jetzt immer fliegen. Seine Flügel sind nass. Und deshalb setzen wir den jetzt irgendwie wieder an Land. Der ist ins Wasser gefallen, der Arme. Wo setze ich denn den hin? Das Baum, oder? Ja. Bleib schön sitzen. Oh, guckt euch das arme Baby an. Ach, oh, bist du süß. Oh, war der süß, der Arme. Ja. So, wir haben gerettet, dank Wolfi. Ein Herz für Tiere. We have gerettet. Juhu! Hier geht er. Ja, da steht sie nach hinten. Das ist ein schöner Ei. Ist er weg. Mein Gott. Alter, der verpilzte Fleck. Das? Ja. Geht nichts mehr. Noch hinterm Baum. Ah, da können wir hinwerfen, oder? Doch, geht noch. Oben drüber? Ja. Ach, ich probiere auch. Ich bin am Ast. Alter, Junge, wie geht denn der ab? Alter Schwede. Alter, ein kleiner, feiner. Junge. Da hat er wieder zugeschlagen. Der ist ja mal richtig abmarschiert. Alter. Ein kleiner, feiner. Oh, richtig schöner Fisch. Wow. Und ich wollte gerne so einen kleinen. Finde ich irgendwie sympathischer als die großen. Komm her, Brudi. Sodele, da ist er. Der Süße. Kranhaken raus. Wieder auf Sicht. Ei. Zieht euch diesen wunderschönen Fisch rein. Ich finde ihn wunderschön. Ich freue mich. Ganz jetzt darfst du auch zurück ins Wasser, mein Freund. Mach's gut. Quick Release. Jamie, Amy, Lamy, Jamie! Hier ist er, euer Lieblingskarussellsbremser. Angekommen, fertig mit dem Trip, fertig mit der Welt. Richtig Game Over. Am meisten Game Over ist Robin, der spürt seine Knie nicht mehr. Genau, meine Füße nicht mehr. Ja. Sag's nochmal deutlich einmal. Genau. Ich hatte mich vorhin schon fast geschlagen. Da hat mich aber nur getreten, deshalb spürt er seine Beine nicht mehr. Ich fand's grandios. Robins Camp ist ja eher ein Trailerpark. Robins Trailerpark. Leute, Spaß. Wirklich, mein Lieben, ich muss sagen, für mich ganz brutales Abenteuer, richtig geil. Robin und Wolfi sind für mich das beste Team. Wenn ihr sie im Team erwischt, dann seid ihr glücklich. Wenn ihr Robin einzeln erwischt, nein, Spaß. Hammer gut, macht das, wenn ihr Süßwasser angeln und Welse mögt.
unbedingt hier abchecken. Unbedingt. Okidoki, haut rein. Ciao. Peasy easy. Aber wir zeigen euch gleich noch das Abendessen, was wir uns zubereiten. Eventuell. Mein Freund Klaus grillt. Alter, der macht hier Konkurrenz schon fast. Geht ab, Klausi. Viele Grüße an dich. Wow. Meine Lieben, jetzt wird gegessen. Wir haben ja schon abmoderiert. Jetzt sagen alle hier nochmal Tschüss. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Ist das Geilste, der geilste Schissel. Also macht's gut, mein Lieben. Muss auch sagen, Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Tschüss. Servus. Ay, servus.